Hey Freunde, ich grüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge von ARK auf Stefans Mix TV. Also ich habe mir jetzt was überlegt und zwar werde ich das jetzt alles ganz anders und ruhiger angehen lassen. Denn ich habe jetzt durch einen sehr guten Freund, den ich jetzt neu kennengelernt habe, Maury, ich grüße dich ganz herzlich. Ja, falls du die Folge schaust. Und alle anderen grüße ich natürlich auch, wie gesagt, ganz herzlich. Viele, viele Tipps bekommen. Denn ARK, glaube ich, ist gar nicht so leicht, wie man es sich vorstellt. Aber ist auch wiederum auch nicht so schwer. Denn man muss halt einiges beachten und wie gesagt, habe eine Menge Tipps eingesteckt, Freunde. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich mir jetzt erstmal so ein Parasauro besorge, mit dem ich viel tragen kann. Dann vielleicht noch einen Flugsaurier. Und ich werde mir, wenn ich kann, noch zwei Raptoren besorgen, die mich dann sowieso beschützen. Die werde ich aufleveln und die beschützen mich dann überhaupt überall. Egal was passiert. Mit dem Flugsaurier kann ich zur Not erstmal rumfliegen. Später hole ich mir dann den großen Adler. Ademis oder wie der heißt. Ich weiß jetzt nicht genau den Namen, Freunde. Ja, und mit der kann wohl auch mehr greifen und packen und so weiter. Ich würde sagen, ich habe eine Idee. Pass auf, Freunde, ich mache das anders. Ich fahre jetzt erstmal zurück zu meiner Basis. Schwuppdiwupp. Dann werde ich meinen Saurier einpacken. Ich werde mir hier irgendwie noch ein, zwei Schränke reinpacken, wo ich alles reinknalle, was ich jetzt in meiner Basis habe. Und dann werde ich versuchen, in diese Richtung oder vielleicht in die Richtung da irgendwie einen neuen Standort zu suchen. Ich werde mir einen neuen Standort aufbauen, Freunde, wo ich aber gleich an einer Metallader bin. Vielleicht habe ich in der Nähe und ich finde auch noch Öl irgendwo im Wasser. Ja, Mori, ich fange nochmal komplett von vorne an. Ja, also wie gesagt, Freunde, ihr seid sicherlich alles mehr oder weniger, der Großteil von euch bestimmt alles richtige ARK-Profis, sage ich mal wirklich ARK-Profis. Anders kann man es ja nicht bezeichnen. Ihr seid einfach Profis. Denn wenn ich mir eure Videos anschaue, denke ich mir so, ich habe vielleicht gerade mal, wenn es hochkommt, 5 oder 6% des ganzen Spiels hier irgendwie überhaupt kennengelernt. Ja. Aber wie gesagt, diese Tipps von euch sind Gold wert. Oh, ich glaube, es wird Nacht. Was habe ich? Holz? Ich habe nichts da. Aber ich habe noch eine Fackel. Okay, eine Fackel sollte erstmal reichen. Wie gesagt, dann packe ich hier alles ins Los. Ja, sorry, das ist so. Es sieht wirklich sehr seltsam aus. Aber das nächste Floß wird bestimmt schöner. Oh, Felsen! Ah, gut, das ging nochmal gut. Ja, und dann suche ich mir ein neues Plätzchen, Freunde, wo ich auf jeden Fall Metall habe. Ganz viel Metall. Und dann geht die ganze Sache los. Da baue ich mir eine richtig schöne große Burg. Ich baue mir dann eine Burg. Und werde dann wahrscheinlich auch ganz viel Stein sammeln müssen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Was ist denn das für einer? Ah, kann man den jetzt noch irgendwie sehen? Rochen. Oh, ist das nicht schön, Freunde? Sieht das nicht toll aus? Oh, schön. Aber da möchte ich jetzt nicht runtertauchen, ne? Ich glaube, das wäre jetzt nicht so gut. Ich weiß gar nicht, die Rochen, ob die eigentlich nur angreifen, wenn sie sich bedroht fühlen oder wenn man auf sie drauf tritt, vielleicht dann sowieso, denke ich mal. Okay, erstmal ab zu unserer Hütte. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr habt Spaß an den Videos und ganz sorry, sorry nochmal, ich wollte mich nochmal entschuldigen dafür, dass ich ja gesagt hatte, dass ich jeden Tag ein Video hochlade und ich habe gestern leider keins hochladen können, aber ich hatte nämlich gestern ein Auffrischungstraining, also sagen wir mal ein Seminar oder reines Training mit Mori, mit meinem Freund Mori, alias Moroskiri und auch ein absoluter ARK-Profi. Ja, und wie gesagt, danke nochmal. Danke, danke, danke für die Tipps.
Jetzt weiß ich ja so ein bisschen schon mal, wie es hier langsam abläuft. Die packen wir mal weg. Den auch. Gut, den Bogen werde ich nachher gar nicht mehr brauchen. Jetzt will ich, wie gesagt, erstmal alles mitnehmen. Bis auf das Holz in den Fackeln. Obwohl, das können wir eigentlich auch mitnehmen. Dann verlasse ich die Base hier einfach. Und fange mir mal wirklich an, was Richtiges aufzubauen. Aber wie gesagt, Freunde, ich brauche Metall. Das ist ganz wichtig. Was haben wir hier noch? Mörser drin. Aufmachen. Ja, ich denke mal, viele oder einige, die zuschauen, wie gesagt, Freunde, ich bin wirklich kein Profi darin, ja. Verzeiht mir bitte, wenn ich viele Fehler mache oder ihr euch denkt so, wie macht der denn das und kann der jetzt nicht so machen und so. Ja, naja, ne, man ist halt Anfänger, man ist nicht vom Himmel gefallen als Meister, sag ich mal. Aber ich fuchs mich da schon irgendwie rein. Gut, hier nehme ich alles mit. Ich hoffe, ich kann das auch alles tragen. Okay, das war's. Schade. Gut, dann heißt es erstmal nochmal, die Holzkohle brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja gut, das Altmetall ist gar nicht verkehrt. Und das Metall, gut, das lasse ich auch erstmal hier. Wir werden vielleicht Neues finden. Ja, die Metallbarren nehme ich auf jeden Fall mit. Elementstaub. Lasse ich hier. Obwohl, der wiegt ja nichts, wa? Der wiegt, obwohl. Ja, der wiegt nichts. Den nehmen wir mit. Aber die Bären lasse ich hier. Die finden wir überall. Das Dörfleisch nehme ich mit. Und ansonsten, ja, Öl sowieso. Gut, Freunde, ich hoffe, ich kann mich jetzt bewegen. Ah, langsam. Okay, Rudis, Lucy, du kommst mit. Aber passiv. Ne, neutral. Komm mit. Ich denke, wir haben alles. War hier noch was drin? Nee, ne? Nein, alles leer, alles leer. Okay, dann verlassen wir jetzt den Schrank. Was war denn da noch drin? Aber ich kann jetzt eh nichts mehr groß mitnehmen. Beziehungsweise muss ich mal schauen, dass ich... Oh, das ist auch voll. Also ich habe Holz, Fasern, Stroh. Stein. Ich baue mal einen Schrank fürs Boot, fürs Floß meine ich. Stroh. Also wenn ich jetzt einen Schrank bauen kann, macht mich das froh. Na bitte. Sehr gut. Jetzt kann ich mich aber immer noch nicht bewegen. Na gut, egal. Dann packe ich jetzt hier noch was rein. Am besten erstmal noch ein bisschen Holz. Das wiegt ganz schön. Das hat sehr viel Gewicht. Den Stein vielleicht nochmal wegpacken. Und ja, Metall vielleicht noch, Öl. Ich komme gleich noch mal wieder, Freunde, ich nehme das gleich noch mal alles mit. Okay, jetzt ist alles voll, aber jetzt kann ich erstmal das Floß ausbauen. Kommst du mit? Wie sieht es bei dir aus? Was kann man aufleveln? Am besten, ja, was haben wir denn Schönes? Also Nahkampfschaden 275, Bewegungsgeschwindigkeit, er könnte ein bisschen schneller werden, aber die Gesundheit, Ausdauer, okay, die Ausdauer ist so Standard, glaube ich. Nehmen wir mal die Ausdauer. Ja, dann komm mal, mein Kleiner.
Ja, schön. Haben wir hier noch Fleisch drin? Ja, sehr schön. Okay, das nehmen wir aus. Die Fackeln auch. Aber den Rest lasse ich an, dass ich es zur Not vom Weiten noch sehe. Es sollte ja noch eine Weile leuchten, glaube ich. Ja, Entschuldigung, Freunde. Na, dann kommen wir mit, Lucy. Ab aufs Los. Wir ziehen um. Haha. An einen neuen Ort. Mal schauen, wie es dort ist. Ja, komm hoch, komm hoch. Ach, wie kriege ich sie hier rauf? Die Treppe vielleicht. Vielleicht über die Treppe. Ja, sehr gut. Okay, ich würde sagen, ich baue erstmal einen kleinen Käfig irgendwie. Das mache ich nochmal schnell. Wenn ich das hinbekomme. Anscheinend nicht. Fensterwände wäre ganz gut. Okay, ich brauche noch ein bisschen Holz. Du bleibst mal kurz hier, ja, Lucy? Ich bin gleich wieder da. Hier dann, ja. Dann schnell ein bisschen Holz besorgen. Obwohl, was heißt Holz besorgen? Andererseits später wollen wir vielleicht noch mal was grillen. Ja, Freunde, wie gesagt, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich hier echt eine Weile drauf rumhacken muss, aber trotzdem einen guten Erntertrag habe. Und wenn ich genug habe, dann gehe ich einfach wieder. Und der Baum ist trotzdem noch da. So gefällt mir das irgendwie. Kann ich ja später mal wiederkommen. Ja, ansonsten muss ich sagen, habe ich die Eierschlüpfgeschwindigkeit ein bisschen hochgedreht. Also hochgeschraubt, dass es halt ein bisschen länger dauert, bis die Jungen aus dem Ei schlüpfen. Und dass die Jungen auch ein bisschen länger brauchen zum Aufwachsen. Das habe ich auch hochgeschraubt, weil ich finde es schön, wenn so ein Dino richtig lange schön klein bleibt und jung bleibt und es man dann schön immer füttern kann. Und man kann quasi auf sein Schiebchen aufpassen, ne? Wenn es damit bei ist. Das finde ich richtig klasse. So habe ich mir das also eingestellt. Gut. Betäubungspfeile habe ich 23 Stück. Bola könnte man noch mal herstellen dann. Vielleicht kriege ich das noch hin. Wo ist sie? Wo ist sie? Hier. Ah, ich vermute mal, dass Leder fehlt. Nein, Stein. Okay, kein Problem. Hole ich noch mal schnell ein bisschen Stein. Falls wir noch ein Parasaurus zähmen oder so. Das wäre super, wenn wir den finden würden. Weil der hat so nah. Ja, der hat so nah und mit dem kann man dann die ganze Umgebung abchecken, ob da Feinde sind. Das finde ich ja richtig klasse, Freunde. Ah, als ich das erfahren habe und selber erlebt habe, ich dachte, Wahnsinn, Wahnsinn. Absolut nützlich. Okay, ich bin fast voll. Ja, und mal davon abgesehen, dass er halt auch viel tragen kann, ne? Ja, dann später werde ich versuchen, mir noch den Synonarkrops, genau, ich habe mir den Namen gemerkt, Synonarkrops zu holen, denn es ist wie so ein Jetpack, mit dem kann man dann halt auch fliegen, hochstarten, gleiten und ja, dann gibt es noch so einen anderen kleinen süßen, sieht aus wie so ein Mini-Drache, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, den kann man dann losschicken und Feinde erledigen lassen, bevor die einen überhaupt entdeckt haben, ne? Das finde ich auch total super. So, jetzt kommen wir erstmal schnell Wände hin. Wie viel schaffe ich davon jetzt? 1, 2, 3. Und noch eine Tür. Ja. Okay. So, dann kriegst du jetzt erstmal einen kleinen Käfig.
dass du hier nicht zum Schiffbrüchigen wirst. Wand, Wand. Okay, jetzt müsste ich den irgendwie noch mal zwei Wände herstellen. Eigentlich noch mal zwei Wände. Hoffentlich kriegen wir die noch hin. Mal schauen. Ah, ich wusste es. Holz, na gut. Ja, die baue ich mal schnell. Und dann sollte ich mal schnell die Schränke aufstellen. Desto mehr Gewicht kann ich auch aufnehmen. Hier in den Schrank rein. Einfach mal jetzt provisorisch schnell mal in die Ecke gestellt. So, sehr schön. Ja, ein Dach fehlt natürlich auch noch. Es kommt auch noch. Metallbarren kommen da rein. Keratin. Leder. Ja. 125 Mal können wir immer beibehalten. Von den Fasern reichen sie sich auch 22 Mal. Vielleicht, ich könnte mal was essen. Reicht, reicht, reicht. Gut, die Tür brauchen wir noch. Stein, Holz brauchen wir noch. Der Fleisch kommt weg. Feuerstein können wir auch noch gebrauchen. Stroh auch. Und hier natürlich normales Fleisch. Das packe ich mal auch noch weg. Aber ich werde es nochmal teilen. Ja, dann habe ich ganz viel Dörrfleisch nachher. Kommt jetzt alles erstmal schön mit in den Schrank rein. Ach so. Okay, ich verstehe es. Sammelt sich jetzt wieder zu einem ganzen Paket zusammen. Macht aber nichts. Wenn das voll ist, dann gibt es halt ein neues Paket. So, und diese paar Scheiben hebe ich mir auf, falls ich ein Tier finde, was ich zähmen will. Ansonsten habe ich einen Knippel bei, der kann auch weg. Den brauche ich nicht. Ich habe zwei Keulen in Reserve. Links und rechts. Steinpfeiler. Naja, gut. Jetzt am Anfang vielleicht noch. Später brauchen wir sie nicht mehr. Steinspitzhacke kann auch erstmal mit weg. Ist alles nur unnötiger Ballast. Ja, okay, Freunde. Dann würde ich sagen, bin ich ja soweit erstmal startklar. Nein, ich muss mir eine Armbrust verlegen. Meine Armbrust gefällt mir nicht. Also, wo sie jetzt ist, die muss. Genau, auf Dreieck. Und die Bola. Ja, gut, die kann ja da bleiben. Ja, sehr schön. Obwohl, die packe ich hier hin. Nee, die lasse ich da. Die lasse ich da. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, geht's los. Was heißt, was hat gefehlt? Holz und Stein? Sammeln wir mal ein bisschen Stein. Okay, ich denke mal, das reicht. Erstmal. Ich könnte bald noch mal was essen. Ja, Freunde, ich habe jetzt an meinen Einstellungen ein wenig rumgeschraubt, wie gesagt. Ich habe sie mir jetzt perfekt angepasst, aber sie sind immer noch auch schwer. Ich habe wirklich ja, bestimmte Sachen, wie zum Beispiel das mit den Eierlegen und die Zähmgeschwindigkeit habe ich halt. Obwohl, die Zähmgeschwindigkeit habe ich gar nicht groß verändert, aber wie gesagt, dass sie die Mobilis halt ein bisschen brauchen, um zu wachsen, ne? Sowas halt. Tag-Nacht-Zyklus habe ich jetzt nochmal verändert. Ich hoffe, das haut jetzt alles hin. Ey, das ist ja wirklich mit den Einstellungen hier. Man müsste sich da wirklich einfuchsen. So, aber wie gesagt, jetzt mache ich mal das Floß schnell fertig, dass wir. Ich muss schnell was trinken. So, okay. Dass sie hier safe ist. Und am besten wäre eigentlich auch noch ein Dach, ne? Weil es gibt da auch diese netten Vögel, die der Meinung sind, die müssen da mal angreifen. Hier mache ich mal eine volle Wand. Eine volle Wand und... ja, die Tür. Ja, Freunde, ich hoffe, euch gefällt das Video. Ihr habt wieder Spaß dran.
ich bin diesmal nicht ganz so viel am Reden, weil ich bin diesmal mehr konzentriert. Ja, wie gesagt, ich will mir wirklich einen anderen Platz suchen. Hier gefällt es mir einfach nicht mehr. Ich fühle mich hier nicht wohl und hier ist irgendwie nichts los. Man hat hier kein Metall, kaum Holz. Es war nicht gut hier. Also klar, was heißt nicht gut? Ich bin hier zwar in dem Sinne sicher, weil es hier keine Dienste gibt, aber ich glaube, das ist dann auch irgendwann langweilig. Ich will mal gucken, was es hier noch so Schönes gibt, was die Insel noch so zu bieten hat. Für schöne Ecken, vielleicht an einem Wasserfall oder so. Ich muss mal schauen. Wo es mir gerade gefällt, da lasse ich mich nieder. Und da baue ich mir dann eine schöne Base auf. Ja, und von da an geht dann alles los. Tiere zähmen. Genau. Ja, noch ein Dach. Machen wir noch schnell fertig. Holzdecke? Eine. Ja, okay. Holz und Stroh. Gehe ich nochmal schnell besorgen. Ist nicht so schlimm. Hole ich nochmal schnell. Ja, Freunde, die Folge ist halt vielleicht wieder mal nicht ganz so spannend für euch. Weil die meisten kennen das von euch. Dieses Aufbauen und. Ja, genau, in Hocke gehen. Und ja. Manchmal ist es halt so, ne? Da dauert es halt alles ein bisschen, bis man dies und das zusammengesammelt und gekramt hat. Apropos Kram, mal ein bisschen in den Büschen rumkramen. Ein paar Beeren sammeln. Ja, und da muss ich mal schauen, ob Lucy überhaupt noch genug zu fressen hat, aber. Fleisch habe ich zur Not genug da. Ja, mir ist immer wichtig, dass meine Tiere hier wirklich überleben. Und ich auch. Ich will hier, wie gesagt, nicht einmal hops gehen. Und von daher gebe ich mir alle Mühe, dass ich hier irgendwie überlebe. Und dank eurer Tipps, Freunde, werde ich hoffentlich auch irgendwann mal so ein toller Ark-Profi wie ihr. Oder wenigstens ein Angehender. Ja, ich weiß, trotzdem auch die Ruhe trügt, ne? Die Ruhe trügt und man muss trotzdem immer aufpassen, es kann immer irgendwas von irgendwo kommen. Man rechnet gar nicht mit, ja. Aber wisst ihr was, Freunde? Genau das ist ja das, was ich auch so spannend finde. Dieses Stroh braucht mir noch, genau. Diese Überraschungsmomente, dieses ah. Erst denkt man in einem Moment, denkt man noch, ist alles friedlich, alles ruhig. Und auf einmal kommt da irgend so ein Dino angerannt und will einen halb auffressen. Ja, das macht Spaß. Ja, wie gesagt, die Base behalte ich. Ich habe hier jetzt immer noch eine Werkbank. Apropos Werkbank, da kann ich mir dann später irgendwie nochmal, wenn ich hier nochmal auftauche, nochmal irgendwas herstellen. Das Metall nehme ich mit auf jeden Fall und die Bären auch. Ach, ich nehme alles mit. Was wir bei haben wir bei. Gut, jetzt bin ich zwar wieder ein bisschen langsamer. Die Tür mache ich zu. Hier kommt zwar keiner rein, aber naja, man weiß ja nie, ne? So, und dann geht's jetzt ab auf, ja, auf die Suche nach einem neuen Standort, Freunde. Und ich bin da mal gespannt, was mich hier noch alles für Abenteuer erwarten. Also dieses Spiel ist einfach nur faszinierend, wirklich einfach nur faszinierend. Gut, ich müsste. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn man hier später nochmal. Obwohl es bringt auch nichts. Eine Plattform und dann hier eine Tür rein oder so. Hier vorne eine Tür rein mit einer Plattform hier vorne. Und da auch eine Tür. Na, mal schauen. Ich gehe jetzt erstmal nochmal von hinten rein. Also von der Treppe aus. So, setze ich jetzt das Dach noch hier schnell rauf. Eins, zwei, drei. Ich brauche auch noch zwei. Okay, dann ist er hier wenigstens schon mal safe. Wenn was sein sollte, dann kann er wenigstens nicht angegriffen werden und ich brauche mir erstmal keinen Kopf um ihn machen. Um sie besser gesagt. Oh, waren das jetzt zwei? Ich glaube, das waren zwei. Egal, ich heb's nochmal auf. Gut, mache ich nochmal neu.
kam mir gerade so vor, als hätte ich da zweimal eine Decke drauf gesetzt. Jetzt, okay, perfekt. Tür zu. Ja, keine Panik, Kleiner. Oh, aufleveln. Können wir nochmal schnell aufleveln? Was nimmt man? Oh, Fleisch brauche ich. Bräuchte noch Fleisch. Dann gebe ich ihr noch Fleisch. Das haben wir während der Fahrt nicht verhungert. Und nehmen wir mal Nahrung. Nee, Nahrung nicht. Sauerstoff brauche ich. Essen auch nicht. Ausdauer. Gesundheit. Nahkampfschaden. Nehmen wir Gesundheit. Alles klar. So, Lucy. Bis später. Ich mach mal Brett, oder? Zieht sie so. Kann ich springen? Nein. Hoffe. Okay, dann würde ich sagen. Stimmt, ich brauche nur eine Decke. Egal. Ah, da ist er. So. Jetzt guckt der Schrank oben raus, aber ja, wie gesagt, Freunde, ist ja erstmal nur provisorisch. Haben wir hier noch Holz drin, falls es Nacht wird. Packe ich mal das rein. Okay, Stroh haben wir auch ein bisschen bei zur Not. Beeren könnte ich noch schnell essen. Dann sind die auch schon mal weg. Die kommen in den Schrank. Na? Ach, das ist die Fackel. Ach, sorry, Freunde. Hier ist der Schrank. Mensch, ich habe mich schon gewundert, warum das da nicht reingeht. So, das kommt mit rein. Das Metall. Die Holzkohle auf jeden Fall. Nein, das Fleisch behalte ich noch. Obwohl, ich könnte das normale Fleisch behalten. Denn andererseits gibt es daraus Dörrfleisch und hier gibt es, glaube ich, kein Dörrfleisch bei Fisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, aus Fisch gibt es kein Dörrfleisch. Aber hier haben wir erstmal lecker noch was zu essen. Ein bisschen heben wir uns nach auf für später. Gut, wie gesagt, Armbrustersatz haben wir zwei Bögen als Ersatz. Dann können wir den kaputten rausschmeißen. Dann haben wir noch einen vollen als Ersatz. Ja. Betäubungspfeile reicht. Stein, Feuerstein, Stroh, Holz. So, die wichtigsten Sachen. Fasern haben wir auch bei und Leder. Also ich denke mal, wir kommen erstmal gut über die Runden. Und schauen mal, was wir uns für ein Tier zähmen können. Aber das mache ich erst, wenn ich eine Basis gefunden habe. Diesmal baue ich mir erstmal irgendwie was Kleines auf. Und ich will hier nichts überstürzen, Freunde. Denn hier in diesem Spiel sollte man auch nichts überstürzen. Und von daher alles ganz, ganz ruhig. Also, wo fahren wir lang, Freunde? Nach rechts oder nach links? Ich meine, nach rechts sieht es auch nice aus. Man könnte ja auch mal rechts um die Insel rumfahren. Oder links? Ach, ich weiß nicht. Ach, wir fahren links lang. Ich fahre links lang, Freunde. So, jetzt ist wirklich heute, glaube ich, wirklich einfach mal ein bisschen Insel erkunden. Bevor ich mir auf dieser kleinen, verdörrten, kargen Insel irgendwas Großes aufbaue. Ja, da ist doch nichts, Freunde. Kein Wasserfall, nichts, gar nichts. Von daher suche ich mir jetzt ein anderes schönes Plätzchen. Ja, und wie gesagt, Freunde, wundert euch, wie gesagt, nicht, wie, wenn das Video einfach abbricht, na, dann ist die Stunde voll. Ich nehme jetzt auch eine Stunde immer auf, so wie vorher. Ich weiß jetzt schon, dass meine PlayStation danach zwar wieder abstürzt, aber ich muss halt sehen, dass ich, ich halte mal kurz an, dass ich vorm Ende des Videos vielleicht kein Tier zähme oder so. Oder mir irgendein Floß baue, weil ich habe gehört, ein Floß zählt auch als Dino in der Dino-Inventarliste. Wusste ich ja vorher auch alles nicht. Ja, wie gesagt, ich freue mich über die ganzen Tipps. Ich bin da so dankbar drüber. Die helfen mir echt zu überleben. Also, ja, hier sieht es auch nicht schlecht aus. Aber
Kein Metall. Also ich bin hauptsächlich auch auf Metallsuche, dass wir vielleicht. Da drüben ist alles Wüste, glaube ich. Da gibt es aber auch viele interessante Sachen. Aber dass sie eine Ecke finden, wo es mit eine Metallader gibt, auf jeden Fall. Das ist mir irgendwie hauptsächlich wichtig. Viel Holz und ja. Sträucher gibt es ja überall, ist ja klar, mehr oder weniger, aber halt irgendwie. Oh, ist das nicht herrlich? Kann ja mal so gucken. Ahoi, Freunde! Ich kann nur hoffen, dass mich jetzt hier niemand angreift, ja? Ansonsten schippe ich raus auf die offene See. Ja. Einfach nur herrlich. Oh, ganz ehrlich, Freunde, da möchte man doch jetzt, wenn jetzt nicht die Dinos wären, möchte, würde man doch jetzt hier gern spazieren gehen, oder? Ach, ein Traum. Ja, und das mit der Schildkröte hat in der letzten Folge leider nicht geklappt. Ich habe, wie gesagt, viel dazugelernt, denn man sollte ein Tier, was man jetzt zähmen will, auf keinen Fall weiter beschießen, während es im Zähmvorgang ist, sondern lieber ein paar Beeren oder Narkose mit reinlegen. Und dann hoffen und gut Glück. Aber nicht nochmal schlagen oder beschießen. Das soll nicht gut sein. Erstens geht na klar die Gesundheit davon runter. Und zweitens hindert das oder lindert das halt den Zehenvorgang. Ne? Das erschwert ihn. Sagen wir es mal so irgendwie. Ja, und so eine Schildkröte ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber gucken, da ist so ein kleiner. Ich glaube, das ist so ein kleiner, der immer alles stibitzt. Der alles mopst. Ein kleiner Mopser. Hier sind noch welche. Ja, ich habe nichts bei für euch. Ich habe nichts bei. Oh, ist das herrlich hier. Ist das schön. Da weiß man gar nicht, ehrlich gesagt, wo man sich hier niederlassen soll, ja, Freunde. Man kann sich ja so vorstellen, man durchstreift als erster Mensch eine fremde Inselkarte und weiß nichts, kennt nichts, ja, kennt das Wasser nicht, also quasi Unterwasser, die Unterwasserwelt nicht, die Landschaft nicht und entdeckt alles neu. Das finde ich so traumhaft schön. Deshalb, ich versuche auch wirklich ganz wenig auf die Karte zu gucken, eigentlich so gut wie gar nicht. Ist zwar hilfreich, ich weiß, Freunde. Gerade wenn man seine Base sucht. Aber ich versuche mir das fotografisch alles ein bisschen einzuprägen. Und das macht es für mich einfach ein bisschen wiederum realistischer, wenn ich keine Karte öffne, weil ich mir denke, dass man auf einer einsamen Insel, wenn man da irgendwie stranden sollte, ja auch keine Karte hat. Gut, man könnte sie jetzt ablaufen und versuchen zu zeichnen, aber. Ach, da oben ist wieder so ein Vogel. Ich glaube, der kann mich jetzt nicht mehr angreifen. Mir kann er nichts mehr. Lucy ist geschützt. Ist Lucy überhaupt noch da? Kann da nichts passiert, ne? Ich gehe mal kurz gucken. Kuckuck. Lucy? Wo ist denn Lucy hin? Hallo? Nee, macht keinen Quatsch jetzt, Leute. Freunde, macht jetzt keinen Quatsch. Nein. Nein, 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 nein. Ich glaub's nicht. Wo ist denn jetzt Lucy hin? Ey, das kann doch nicht. Oh Mann. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Definitiv. Wir retten Lucy. Also. Oh nein. Ein Glück, dass ich nochmal. Ich hatte. Also. Die ist echt nicht da. Die ist echt. Ich kann da mal pfeifen. Alle folgen. Ah, die ist weg, war? Die ist weg. Wo ist sie hin? Ich muss zurück, nicht, dass sie gefressen wird. Oh je, hoffentlich finde ich sie wieder, Freunde. Nicht, dass sie jetzt mir, nicht, dass sie mir jetzt hier irgendwie hinterher schwimmt. Oh mein.
Gott. Ach Mensch. Ah. Da ist sie einfach hier irgendwie. Aber wie kann sie denn hier rauskommen? Ich verstehe das nicht. Das ist seltsam. Weil ich habe gehört, wenn man jetzt auf dem Floß ist, sollte man zum Beispiel nicht springen. Weil man in der Luft stehen bleibt und das Floß fährt unter ihm weiter. Genauso auf dem Flugsaurier. Oder auf so einem Plattformsaurier. Aber dass Lucy jetzt auch Verschwindibus ist, ist mir echt merkwürdig, seltsam. Komisch. Tja, was mache ich jetzt? Pfeifen. Aber selbst wenn sie jetzt hier ist, ich weiß ja nicht, ich glaube nicht, dass sie... Vielleicht noch weiter vorne, vielleicht ist sie noch da, wo wir gestartet sind. Beziehungsweise, wenn ich hier irgendwo einen Dilophosaurus sehe, dann pfeife ich erstmal kurz. Vielleicht ist er das ja dann. Ach, Lucy, mit dir hat man es aber auch im Kreuz. Also irgendwie... Ach Mensch, da vorne ist was. Hier ist eine Schildkröte. Ja, lass dich nicht beirren von mir. Keine Angst. Ich suche nur meine Lucy. Noch eine Schildkröte. Tja, ich hoffe, sie hat bis jetzt auch überlebt. Und wurde nicht von irgendjemandem gefressen oder so, weil sie mir vielleicht gefolgt ist. Also im Wasser habe ich jetzt bis jetzt nichts gesehen, Freunde. An Land eigentlich auch nicht. Weil dann wäre sie eigentlich auch direkt hier, wenn sie jetzt mir, wenn sie mir folgen würde. Alle folgen. Da ist ein Flugsaurier. Freunde, da ist ein Flugsaurier. Ha! Du gehörst mir. Ich hoffe, ich krieg dich. Ist hier wer? Ist hier was? Nein, ich hoffe nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Na, ran. Ja, alles gut. Okay, das war keine gute Idee. Alles gut. Parasauro. Ja. Dann hole ich mir einen Parasauro. Da sind zwei Stück. Zacki! Ja, tut mir leid, mein Kleiner. Meine Kleine, besser gesagt. Ich hoffe, zwei, drei müssten eigentlich reichen. Ja, sehr schön. Okay, weg damit. Obwohl, ab in die Hand damit. So, kriegst du erstmal was zu fressen. Ich habe ein Parasauro. Ich habe Parasauro. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Bären. Wir brauchen ganz viele Bären. Schnell, 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 schnell. Und ich hoffe nicht, dass mir jetzt hier wieder irgendein kleiner Dino in die Quere kommt und mir den Parasauro da platt macht. Hatte ich auch schon. Dann knabbern die den einfach an und tot ist er. Weg ist er. Gut, sind jetzt nicht ganz so viele Bären, aber die Einstellungen sind für mich wirklich okay, Freunde. Jeder spielt anders. Ich sag immer so, jeder spielt anders, ne? Das ist ja das Schöne, dass man hier in dem Spiel auch wirklich seiner Fantasie und seinen Einstellungen und alles freien Lauf lassen kann. Der eine spielt leichter, der andere härter, ne? Der eine mag es ein bisschen softer und mittelmäßig oder wie auch immer. Kann sich jeder einstellen, wie er will. Und das finde ich total klasse. Und ja, mal gucken, wie viel Bären ich ihr jetzt geben kann. Aber dann habe ich einen Parasauro. Ist das herrlich. Und Freunde, ich habe noch einen sehr guten Tipp bekommen. Und zwar, man sollte lieber erstmal dann einen Sattel herstellen, wenn man auch den Saurier dafür hat. Denn sonst verbraucht man unnötige Grammpunkte. Und so kann man sich die sparen und für wichtige Sachen aufteilen. Oder halt die Sattel, die man halt wirklich dann auch haben will, ne? Weil ich habe ja den Fehler gemacht in den anderen Videos, dass ich alle Sattel geforscht habe. Oder fast alle Sattel, die ich vielleicht niemals brauchen werde. Und das waren halt unnötige Grammpunkte, die ich da verplempert habe. Na gut, Freunde, dann warte ich mal noch kurz. 35%, oh, ich hoffe, das klappt, ich hoffe, das klappt. Mein Floß ist da vorne. So wie letztens, ne? Da war das ja auch so, das Floß ist da vorne und dann hatte ich da die Action. Nochmal schnell ein paar Bären sammeln. Ich hole mal noch schnell ein paar Bären. Wer weiß, wie hungrig die Kleine ist. Sicher, sicher. Na, weg damit.
Na. Mensch. Jetzt hat er schon wieder den Bogen in der Hand. Also entweder hängt meine PlayStation gerade oder... So, jetzt. Sorry, Freunde. Ja, die meisten von euch spielen das Spiel auf dem PC, ne? Ja, ich habe schon gehört. Also, da kann meine Grafik hier leider nicht so mithalten. Aber wer weiß, vielleicht bekomme ich es ja irgendwann mal hin, dass ich es auch auf dem PC spielen kann. Auf dem richtigen, guten High-End-PC vielleicht. Also, so ein, also einer, der das hier richtig gut wiedergibt, alles, dass die Grafik, das Spiel. Wäre natürlich auch nice auf dem PC. Ich spiele auch gerne PC und Maus, ne? Und ich finde auch, da kann man auch irgendwie besser drauf spielen. Man gewöhnt sich zwar auch an so einen PlayStation-Controller, aber das ist nicht so wie mit dem PC. Maus und Tastatur, es ist einfach herrlich. Man hat so viele Möglichkeiten, Einstellungsmöglichkeiten schon allein, Tastaturbelegungen, alles sowas. Also viel vielfältiger, ja. Finde ich klasse. Aber PlayStation ist auch okay. Macht auf jeden Fall Fun und Spaß. Ja, Freunde, es ist Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und morgen hat ein Freund von mir Geburtstag, weil, wie gesagt, Mori hat morgen Geburtstag. Ich freue mich schon. Ja, und wir haben schon zusammen gezockt, uns kennengelernt, viel ausgetauscht, Tipps und Tricks und alles. Da ist noch einer. Ja, und ich grüße euch alle. Ich freue mich, dass ihr auf meinen Kanal kommt, meine Videos schaut. Ich werde mal demnächst sehen, dass ich vielleicht mal wieder was Neues hochlade. Aber jetzt gerade bin ich auch wirklich irgendwie in so einer Arc-Session drin. Und ich denke mal, alle Arc-Freunde freut es hoffentlich auch. Ja. Na, du stiefelst hier so durch die Kante, wa? Genießt das schöne Wetter. Na, gucken. Wie weit ist sie denn jetzt? Ja, sehr gut. Sona, ich nenne sie Sona, denn sie strahlt ja so ein Sonar-Ping aus. Miss Sona, ja, einfach nur Sona, genau, einfach nur Sona. Ich habe ein Parasauro. Ich habe ein Parasauro. Sehr schön. Okay. Erstmal neutral. Dann Verhalten. Optionen. Da gehen wir mal auf zurück. was haben wir hier schönes Verhalten hier? Nein, zurück, zurück, zurück. Zurück. Ganz ruhig da. Ganz ruhig. Verhalten. Genau. Keine bewusstlosen Tiere angreifen. Schon mal. Dann Folgeabstand niedrig. Und was war das andere nochmal gewesen? Zurück. Verhalten. Hier. Genau. Verhalten neutral. Einfach nur neutral. Das kann ich ja auch pfeifen. Ja. Ja, die tiefgründigeren Tricks, die bekomme ich auch alle noch irgendwie hin. Mit im Laufe der Zeit fuchst man sich da wie gesagt rein. Ich würde mal sagen, erstmal Nahkampfschaden. Es ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass er mich zur Not verteidigen kann. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Floß zurück. Folgt mir mal, mein Kleiner. Okay, ich nehme die Armbrust. Wenn ich jetzt irgendwo noch einen Flugsaurier erwische, wäre es gar nicht so verkehrt. Nehme ich den auch noch mit? Warum eigentlich nicht? Nein. Ja, warum eigentlich nicht? Obwohl einer reicht, war, Freunde. Ach, schade. Man braucht einen Sattel für ihn, okay. Wirklich einen Sattel? Mal schauen. Parasau, was ist denn das für eine jetzt? Gebe ich mal einen. Para. Sau. Müsste eigentlich schon reichen, oder?
Ja, sehr schön. Ey, ich brauche nur ein bisschen Holz, Freunde. Nur ein bisschen Holz. Okay, du bleibst mal kurz stehen. Dann gehe ich mal kurz hier vorne den Baum abpflücken. Den Baum. Okay, kein Problem. Wir sollten ja wohl irgendwie. Für Ersatz wird natürlich sofort gesorgt, Freunde. Kein Problem. Schuhe, Kleidung habe ich alles. Passt. Pfeile brauche ich jetzt nicht weiter. Parasaurus, da ist er doch. Sehr schön. Den haben wir. Ich brauche trotzdem noch ein bisschen Holz. Na komm schon, Steinaxt. Nehmen wir davon erstmal zwei nochmal mit. Präventiv kann man eigentlich immer mal gebrauchen. Ist ja nie verkehrt. Wichtig ist nur, dass das mit dem Gewicht jetzt hinhaut, dass er mich auch tragen kann. Ich glaube, das sieht knapp aus. Das dürfte ganz schön knapp werden jetzt für ihn. Weil er ist ja noch nicht so aufgelevelt. Gut, Level 15 ist nicht verkehrt, aber ich probiere es einfach mal, Freunde. Ja, er läuft. Er läuft. Sehr schön. Okay, das heißt erstmal aufleveln. Bären sammeln. Ja, da ist schon der erste. So, und dann werde ich mal sehen, dass ich ihn jetzt auch gewichttechnisch und angriffstechnisch und so weiter auflevel. Nehmen wir mal einen Baum. Wir machen mal einen Baum platt. Sehr schön, selbst er muss ein paar Mal draufhauen, bis der Baum umfällt. Ja, das gefällt mir. Das ist doch schön. Gut, er sammelt zwar ziemlich wenig Holz, stelle ich gerade fest, aber vielleicht ist das bei einem anderen Tier nachher auch anders. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. So, ja, wie gesagt, langsam habe ich mich in meine Einstellungen, in meine persönlichen Einstellungen, die ich so mag, reingefuchst. Okay, jetzt habe ich ein Parasau. Ja, ey, das freut mich so, Freunde. So, oh, ne, weg damit. Nicht hauen. Hier erstmal aufleveln. Am besten erstmal Gewicht und Gesundheit. Oder Nahkampfschaden. Genau, das kann erstmal raus. Das kann raus. Das kommt mit zu mir. Das auch. Ja, die nehmen wir auch mit rüber und die sowieso. Okay. Dann bleibt mal kurz hier stehen. Ist Lucy überhaupt schon wieder da? Die muss ich ja auch noch mal suchen. Das werde ich gleich mal mit dem Parasaurus machen. Lucy? Och Mann. Gut, dann gehen wir auf Lucy Suche. Die ist bestimmt noch irgendwo. Das Floß lasse ich jetzt hier. Pack das hier alles nochmal schnell in den Schrank. Und dann werde ich mal Lucy suchen gehen, weil das hat jetzt für mich erstmal Priorität. Alles andere kann warten. Ja gut, eine Fackel habe ich bei, die sollte reichen. Zur Not, wenn Nacht ist. Das Gewicht rausnehmen. Eine Steinaxt reicht aus. Tauschen wir mal aus. Kommt mit rüber. Das esse ich schnell. Das auch noch schnell. Das können wir für den Grill gebrauchen. Und Holz, Fasern, Stroh haben wir da. Obwohl ein bisschen Stein können wir auch noch mitnehmen. Feuerstein, Stein. Nehmen wir 8-mal Stein mit. Und nochmal 8-mal Feuerstein oder so. Falls wir doch irgendwie mal eine Fackel oder ein Lagerfeuer bauen wollen. Nur ein bisschen Fleisch können wir auch noch mitnehmen. Ja, ich glaube, das war's erstmal, Freunde. Gut, okay. Dann. Gut.
Dann gehen wir jetzt erstmal auf Lucy Suche. Was los, lasse ich hier? Ich bin ja von hier gekommen, ne, Freunde? Ja, genau, doch. Ich muss hier lang. Kann er gleich mal seine Ausdauer ein bisschen ausleveln, zwischendurch ein bisschen pfeifen. Alle folgen. Hey, was haben wir hier? Dann gehen wir ganz anders. Komm schon, den schaffst du. Sehr gut. Noch einer. Oh, die Gesundheit von dem Dino sieht noch nicht so gut aus. Nicht mehr so gut, sagen wir es mal so. Kommt der hinterher? Ja, der kommt euch. Okay, jetzt reicht's. Okay, lass ihn einfach, ist egal. Ah, das bringt jetzt eh nichts. So, ich werde mal schauen. Nahrung sieht alles noch gut aus. Bei meinem Parasaur. Bei Sonar sieht auch noch relativ gut aus. Okay. Pfeifen. Neutral. Ja, Freunde, ich hoffe, wir finden Lucy wieder, ne? Was ist das? Jetzt sag nicht, das ist Lucy. Ach ne, es sind Steine. Ne, hier. Rudy's bei. Ach, Rudy's bei ist das noch. Okay. Ich dachte schon. Okay, armer Rudy. So, Lucy, wo bist du? Vielleicht sollte ich mal die Armbrust in die Hand nehmen. Achso, okay, ich verstehe. Wenn ich die Armbrust in die Hand nehme, wechselt die Kamera automatisch in die Ego-Perspektive. Okay, was schon mal raus. Ja. Genau, dass du ein bisschen stärker wirst. Mensch, ich hoffe, sie hat es irgendwie überlebt und ist noch hier irgendwo am Startpunkt, wo wir losgefahren sind. Also eigentlich hier hinten auf unserer Insel. Auch eine schwere und lange Suche nach Lucy. Schade, ich wüsste jetzt ehrlich gern, was ich wirklich, also was ich da falsch gemacht habe. Dass sie da abgerutscht ist oder weg ist einfach. Schade. Na gut, egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Vielleicht ist sie auch noch da. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf. Ja, Freunde, wie gesagt, wenn irgendwann Ende ist, dann bricht es einfach ab, ne? Wie gesagt, das Video. Aber dann gibt es halt, denke ich mal, morgen. Ja, ich hoffe mal morgen auf jeden Fall. Sicherlich wieder eine neue Folge. Sonntag auch. Und dann die ganze fortlaufende Woche gibt es dann auch
jeden Tag eine Folge Ark. Evolved, The Lost Island hier natürlich, ne? Später vielleicht fangen wir mal auch mal eine andere Karte an, so Ragnarok oder so. Müssen wir mal schauen. Da ist er doch! Ja, Lucy ist noch da, juhu! Freunde, die Suche hat sich gelohnt. Ich freue mich. Komm mal mit, meine Kleine. Raus aus dem Wasser erstmal. Och, Lucy, hast du mir einen Schrecken eingejagt. Mensch, mach Sachen. Ja, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir sie heil darüber? Wie stark bist du denn überhaupt? Level 62, okay. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Gesundheit 417, Nahkampfschaden 275, ne, sehr wenig, finde ich. Also es könnte passieren, wenn wir jetzt darüber schwimmen und die ganze Insel ablaufen bis zum Floß, wären wir ja mit Sicherheit zwischendurch angegriffen. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe eine Idee. Genau, Lucy, pass mal auf, komm mal her. Lucy, komm her. Du bleibst mal kurz hier stehen. Yep. Ja. Und so nah, wir haben jetzt mal was Kleines vor. Du wirst jetzt erstmal schön alles abernten, was es gibt. Und dich schön aufleveln. Immer schön genau, immer schön aufleveln, aufleveln, aufleveln. Oh, ist das nicht herrlich? Bing! Und schon sieht man, wenn es hier irgendwo Feinde gibt. Wahnsinn. Echt toll. Auf jeden Fall wirklich sehr nützlich. Ich denke mal, auch gerade in der Nacht könnte das sehr, sehr vorteilhaft sein. Weil man da wirklich gar nichts sieht, teilweise, ja. Okay, du hast dich jetzt schon mal gut aufgelevelt. Das heißt, genau, mach erst mal Fresschen. Einmal nur? Okay. Schade, ich dachte, das wäre mehr. Ja, dann nehmen wir halt noch mal ein bisschen den Nahkampfschaden. Und das kann alles raus. Alles raus, raus, raus. Ja, die Steinspitzhacke. Nehme ich mit rüber. Weg. 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 So, nehme ich mit rüber. Dass ich auch noch ein bisschen was zu essen habe. Da jetzt nochmal. Nehmen wir mal Gesundheit. Oder wohl nochmal nach Gewicht. Gewicht, ja. Okay. Und weiter geht's. Sorry, Freunde, ich muss mein Sonar hier noch ein bisschen aufrüsten. Aufleveln. Bären sammelt da ja reichlich. Also mir reicht das so schon aus. Schon okay. Und der ist schon wieder ganz schön schwer. Obwohl, nee, doch nicht. Ja, schön aufleveln noch ein bisschen. Weil dann kann er meine Lucy und mich auch beschützen. Und dann kommen wir zum Floß. Und ja. Ja, so kommen meine Pläne auch schon wieder leicht durcheinander. Weil wenn wir beim Floß angekommen sind, ich weiß gar nicht, ob ich ihn da drauf verstauen kann. Oder sie, besser gesagt. ja, alles raus, raus. Erstmal wieder weg, weg, weg. Wir haben so viel von dem ganzen Zeugs, das kann alles weg. So, level ich ihn mal auf. Mit Gesundheit. Okay. Vielleicht kann er uns jetzt schon mal einigermaßen beschützen.